Let's Multiplay hier zurück auf dem Graflex Server. Wir machen heute ein wenig Futtermischung und Körnermais ran schaffen. Da mit dabei ist der Showtek. Hallo. Dann ist dabei der Frewe. Moin moin. Der Daniel. Servus. Dann ist noch mit dabei der Waldmeister. Moin moin. Und ganz neu mit dabei ist der Marviner. Guten Abend. Habe ich jetzt alle genannt? Ja, ich bin natürlich auch mit dabei. Ja, wir haben alle drauf. Menschenskinder. Richtig volles Haus heute hier. Dementsprechend mache ich jetzt gerade noch ein bisschen Futtermischung. Und der Rest macht jetzt gerade schon mal den Körnermais, bereite ich schon mal vor. Und ja, Frevel hat einfach... Frevel, fang du... Warte mal schnell kurz. Frevel, fang du auf der unteren Seite an. Wir können doch gerade parallel fahren. Kommt doch aufs Gleiche. Wenn der Showtek... Hat eine Frevel für ein schwarzes Schneidwerk. Das ist ja, Weinrot. Farblich. Ich hab's in... Das Schneidwerk haben wir in einer speziellen Farbe gekauft. Weil es einfach cool aussieht. Ja, Frevel hat einfach keine Lust mehr auf die Futtermischung gehabt, ne Frevel? Ja. Deswegen let's Bug, oder? Das, ja, Let's Bug wäre auch ein guter... Das ist ja nochmal ein cooler Spielname, ey. Let's Bug. Also cooler Kanalname. Einfach nur Bugs aufdecken den ganzen Tag. Also bei mir funktioniert es wunderbar. So. Geht wunderbar rein. Und die Futtermischung fahre ich jetzt schon mal zu den Rindern hoch, ne? Bei den Rindern muss ich rein, ne? Oh, ich habe immer noch nicht genug Heu. Mist. Heu, Heu, Heu. Habe ich Stroh reingeschmissen, ne? Scheiße. Gucken, ob wir da ein bisschen Heu reinkriegen. Heu ist getrocknetes Gras, ne? Ja. Ihr Landwirtsexperten, ey. Ihr wirkt alle so hochkonzentriert heute, ey. Was ist denn los bei euch, ey? Keiner sagt was, ey. Alle sind still. Ja, ich habe immer noch die ganze Zeit am Reden. Drei zum Verkaufen, eine PS3 zu verkaufen, eine HD-Kamera zu verkaufen. Du warst in der Mediamarkt. Nein, diesmal nicht. Wenn ja schön ist, komm, geht die Aufnahme los, schon geht mein Handy. Ja, ich habe immer noch nicht genug Heu drin. Was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Ich habe doch gerade Heu nachgekippt. Ey, sag mal, will das Ding nicht verarschen? Wie viel Heu muss denn da rein? Drei Ballen müssen da rein, ne? Nein, ein Stroh, zwei Heu und der Rest Silage. Ein Stroh, zwei Heu, ja, habe ich doch gemacht. Naja, egal. Ja, schon Silage hineingeschmissen. Ja, habe ich schon. Ich hol mir mal einen Ochsenkrachau. Was ist ein Ochsenknacher? Krachau. Was ist denn das? Billiger Red Bull von Österreich. Der billige Red Bull aus Österreich? Ja, schmeckt tausendmal besser wie der, der Original Bull. Okay. Deswegen trinke ich nur Relentless. Weil es einfach lecker schmeckt. Viel besser, nicht so zuckersüß. Hey Marvin, du kannst verwarten, gell? Du musst nicht nebenher fahren. Jo. Wenn's voll ist, dann sagst du Bescheid. Aber okay. Siehst du, wenn das Rohr ausklappt? Ja, ich komme auch gleich hoch mit zum Abfahren helfen. Also jetzt nur gerade hier bei der Rinderzucht bin ich jetzt gerade nochmal rangefahren. Ach, wir hätten auch den automatischen wahrnehmen können. Ach, naja. Was soll's, ey. So. Jetzt können wir das ganze Zeug auch mal auskippen hier. Jo, läuft. Immer rein, da ist ein Mischfutter hier. Damit es auch schön ertragreich wird und ist. Wie viele Rinder haben wir jetzt eigentlich? Immer noch 50, oder? Achso, ja. So, jetzt haben wir für 6 Tage haben die Kühe jetzt wieder Futter. Ist das nicht schön? Die freuen sich jetzt wieder. Und in den nächsten 6 Tagen, wer denn die Zeit auf 5 vorgestellt? Gerade? Ich weiß nicht. Ach ja, ich unabsichtlich. Achso. Weil es regnet. Stellen wir wieder auf 1 zurück. Sie müssen uns beeilen, weil es soll nämlich gleich noch anfangen zu regnen. Oh. Und bei Regen können wir nicht dreschen. Voll. Ich hab grad echt ein bisschen versäumt. Der Frevel ist voll. Mein Drescher ist voll. Achso, ja, du bist ja auch immer voll, ne? Beim Spielen.
kann man jetzt zweideutig verstehen. Ja. Also, ich bin kein Alkoholiker. Nicht? Naja. Nee, du bist ja auch noch jung. Boah, auch, vielleicht. Auch junge Menschen können schnell alkoholabhängig sein. Siehst du? Boah, das ist eine Aufnahme. Ja. Tom hat einfach kein Benehmen. Ne? Das ist eine bayerische Redewendung. Ja? Ja. Ja, stimmt, die CSU will jetzt auch, dass Migranten auch zu Hause Deutsch sprechen. Ne? In Deutsch, im Wohnzimmer. Aha. Ja. Und wie willst du das kontrollieren? Ja, das fragt sich auch jeder. Mit Wanzen. Ja. Wir holen einfach die Stasi zurück. Ja. Haben wir oben noch einen Kipper am Hof? Müsste da ein Roter sein? Nee, ich meine am Feld 39. Haben wir da. Wie viele Abfahrer haben wir denn da? Ja, das sind momentan zwei. Zwei Abfahrer? Ja. Ich habe nur einen Überladewagen hier. Nein, dann hol ich mal den Überladewagen. Dann fahre ich nämlich gleich mit ab. Beziehungsweise mach die Überladeprozess, mache ich dann. Und wir haben zwei Drescher jetzt gerade, ne? Da oben? Genau. Oh, okay, super. Dann holen wir den schönen Überladewagen hier. Ja, jetzt geht's aber nicht mehr lange, dann kommt's gleich regnen. Ja, dann müssen wir eine Zwangspause machen. Können wir ja Geschichten erzählen. Von den guten alten Zeiten, als sie noch über eine Million auf dem Konto hatten. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Und dann halt irgendwie der gute Matlex, ja alles leer gekauft hat, ne? Immer, ja. Ich habe neulich im Singleplayer mit jemandem zusammengespielt. Du hast im Singleplayer mit jemandem zusammengespielt? Ja. Der Helfer. Wie hast du das? Mein Freund, der Helfer. Genau. Das Schöne ist, die kriegen sie immer noch nicht gebacken. Ja, und du hast ein Feld, arschgroß, ringsrum kein Baum. Und die schaffen es jedes Mal, den nächstbesten Baum mitzunehmen. Das stimmt, das kenne ich ja auch, ja. Nee, im Multiplayer hatte ich auch noch so ein schönes Ding und das Blöde ist, wenn du Missionen machst, das kannst du in die Donne drehen. Ja. Je länger du für eine Mission brauchst, desto größer ist der Zeitbonus. Vor allem, wenn du irgendwas abliefern sollst. Echt? Ja. Ja, bei einem Ding sollte ich 59.000 Liter Weizen wegfahren. Mhm. Ja, ich habe ungefähr einen Tag dafür gebraucht und habe eine halbe Million dafür bekommen. Das habe ich zweimal gemacht, danach hatte ich keinen Bock mehr auf den Spielstand. Ja. Verständlich. Mit was kommt Marvin denn da jetzt angefahren eigentlich? Flo, ich stelle jetzt mal den Kipper hier oben beim Häuschen hin und hol gleich mal einen Grupper. Ja. Kannst du zwei Grupper holen? Ach nee, kannst du nicht. Kann schon zwei holen, aber das wird mit dem Fahren ein wenig umständlich, weil den Großen dran hat dann. Ja, okay. Aber er steht da hier beim Häuschen, der Kipper. Du kannst dann einladen, wenn es ist. Okay, ja, ich hab den Überladewagen gerade dran. Ja, eben deswegen. Okay. Jungs, ich bin voll. Flo. Ja, ich komme. Bin auch gleich voll. Dann muss Marvin einmal bitte den Waldmeister. Warte, fahr außerhalb vom. Was? Feld. Entschuldigung. Hätten wir mal machen sollen, ja. Jetzt ist das ganze Maisfeld kaputt. Das reicht schon, kannst du, weil dann beim Zurückfahren dreschen sie nicht bei Regen oder Hagen. Regen oder Hagel. Ja, es fängt an zu regnen gerade, ja. Naja, wenn dann tun wir die Zeit schnell vorstellen, dann können wir wieder weitermachen. Ja, mach ich gerade. Aber jetzt werden die Traktoren wenigstens schön sauber. Das ist dann nochmal schön, wie innen drin im Innenraum jetzt gleich immer mehr die Fußabdrücke verschwinden. Wie von Geisterhand, obwohl wir oben nichts aufhaben. Vor allem bei mir regnet es auf die Kabine. Bei mir nicht. Meine Kabine ist dicht. Bei mir auch. So, jetzt. Das Dachfenster geil. Vielleicht offen. Ja, muss man zumachen, das Dachfenster. So, jetzt ist hier schön. Rutsch alles vorwärts. Ja, wir können ja aber die Zeit nutzen, um die Anhänger zu entladen, also die Mähdrescher. Ja, hat noch jemand was drin? Frevel, hast du noch was drin bei dir? Ja. Du bist leer, ne, Frevel? Nein. So, achso. Ich bin leer. Moment. Dann kipp mal rein, das Zeug. Oh, Marvin toll. Kann sich jetzt neben dich stellen und du kannst das zu hinten Marvin reinschütten.
Ja, kann er. Marvin, stell ihn neben mir hin. Aber nicht gegen mich fahren, bitte. So. Das lohnt sich ja, das ist ja voll effizient. Warte. Jetzt, überlegt er. Ich glaube, die Wagen sind ein bisschen zu groß. Bist du schon leer, Frevel? Yep. Okay. Aber immerhin sind unsere Fahrzeuge ist schön sauber. Ich habe noch 9% drin, wie fährst du noch? Bist du voll, Marvin? Ist Marvin jetzt voll oder nicht? Ja, Marvin ist voll, okay. Ja, ich bin voll. Okay, gut. Sorry, war gemutet. Kein Problem. Ich habe bei mir noch 9% drin. Das heißt, ich fahre jetzt einmal kurz. Marvin, du kannst in der Zeit eigentlich, wo wir jetzt das vorlaufen lassen, kannst du den Körnermais fahren wir zum Hof hoch, oder? Ja, ich würde sagen, jetzt zum Hof einlagern. Ja, zum Hof einlagern. Kannst du dann okay. einmal da also vorne abbiegen? Wir verkaufen momentan nichts, also. Ne, erst wenn es im Angebot ist, ne? Ja. Ja, eigentlich auch nicht nötig. Einfach einlagern, äußere. Oh. Weil ich möchte mal wissen, wie viel das man insgesamt einlagern kann. Gibt es jetzt eine Begrenzung? Ne, weiß ich eben nicht. Das möchte er einfach mal rausbekommen. Gibt es bestimmt keine Begrenzung. Boah, wie wieder ein junger Gott eingeparkt hier, ey. Hallo? Wie lange soll es denn heute noch regnen? Weiß ich nicht. Hä? Wieso liegt denn da jetzt da nichts rein? Oh, aber so ein anderer Anhänger dran zu stehen oder was, ey. Was ist das denn für ein Mist schon wieder, ey? Hm. Ach, da ist irgendwas drin. Ne, da ist Mais drin, ja, aber dann. Das ist ja auch super, ne? Um zu überladen, ne? Muss am Krampe-Anhänger auch ein Trecker dran sein, anscheinend. Du kannst sonst nicht überladen. Was? Ja. Wie blöd ist das denn? Ich versuch gerade mal, ich fahr das Rohr gerade nochmal ein. Wir sollten nachher mal wieder die Map halb anpflanzen, mal wieder. Ja. Ist by the way schönes Wetter wieder. Ja, mit Zeiten schon runtergedreht. Ja, ich kann nicht überladen. Geht nicht. Hat jemand noch einen? Ja, egal. Was denn? Nee, ich hätte den Überladewagen. Und am Krampe-Anhänger ist kein Trigger dran. So. Und du kannst aber nicht überladen, wenn da kein Trigger am Krampe dran ist. Das ist für ein Schwachsinn. Alter. Wie blöd ist das denn? Ja, das ist total unlogisch. Dass am Überladewagen was dran sein muss, kann ich verstehen, ne? Achso, warte mal, wer kommt da gerade? Marvin, du kommst da gerade wieder, ne? Nee. Nee, Showtek ist das. Showtek, genau. Oder kann das sein, dass du nicht weit genug rüber bist? Nee, das hat alles gepasst. Showtek, häng mal kurz das Ding ab. So. Moment, was? Gleich, sofort. Du grubberst die Straße mit. Ja, ich weiß. Macht ja nix. So, aber dann hänge ich jetzt nämlich mal eben hier. So. Siehst du? So, jetzt habe ich den hier dran gestellt, ne? Warte mal. Mal ein bisschen dichter nochmal ran. So. Guck mal, ich hänge jetzt den Krampe ab, ne? So, fahr du mal mit dem Überladewagen ran. Kriegst du nicht angehängt? Doch. So. Da beim Fliegen von den Feldern müssen wir mal ein bisschen besser aufpassen. Wie soll das denn? Hat er das jetzt gemacht gerade bei dir? Ne, weiß ich noch nicht. Ne, da sah ganz so aus, wenn da was rauskommt bei dir. Ich hänge mal noch nicht an. Eigentlich sollte er jetzt überladen, ne? So. Passiert aber nichts, siehst du ja, ne? Wenn ich jetzt den Krampe anhänge, lädt er auch nichts. Oder immer noch nichts. Ach, okay, ich weiß woran. Aber ich habe doch hier einen. Doch jetzt. Warte. Okay, gut, dann kann ich auch. Jetzt bin ich leer. Ja, okay. Nee, gut, dann geht's doch, okay. Dann war anscheinend der Trigger falsch. Gut, danke, mehr wollte ich gar nicht. Kannst den Überladewagen da kurz abstellen. Gut, aber okay, das ist trotzdem aber ein bisschen doof, weil eigentlich
Eigentlich waren wir dicht genug dran. So. Mal kurz gucken, dass ich Frevel hier das Rohr treffe. Ja, treffe ich. Sind heute irgendwie alles so gesprächig? Ja, weiß nicht, heute ist zu viele Leute da. Zu viele Leute. Viele Menschen, ich kann nicht sprechen. Hilfe. Naja, warum wir heute nicht so Gespräche fahren, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne, kommentiert es, abonniert uns sehr gerne. Und in der Zeit gucken wir mal, warum hier der. Ach nee, Marvin fällt gerade ab, ne? Ja. Marvin wie so ein halber Betrunkener hier fährt. So, Jungs, jetzt dürft ihr alle Tschüss sagen, ne? Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Tschüss.